Hallo Leute, ich begrüße euch mit einem spektakulären Helikopter-Fight und einem Sniper-Geschoss in meinem Kopf in der dritten Episode von meinem Battlefield Bad Company 2 Let's Play vom Multiplayer-Modus. Wir befinden uns auf einer tollen Map, ich glaube Atacama Desert, ich bin mir nicht sicher, wie der Name der Map heißt, aber ihr wisst es bestimmt, die eingefleischten Battlefield-Fans wissen es, und wir spielen den Modus Eroberung. Ja, wie auch schon in der vorigen Folge, heißt es einfach, dass wir die Punkte A, B, C und D, D gibt es nämlich hier gar nicht, einnehmen müssen, und das Team, was halt am Schluss die meisten Soldaten übrig hat, wir sind US-Amerikaner, die erhalten dann den Sieg. Du erhältst den deinen Tod, du blöder Sniper. Super, und wir werfen die Granate wieder zurück. Wo ist er denn jetzt? So, einen Sniper haben wir umgebracht. Das ist hier so die Lieblingsposition der Sniper. Die sitzen hier immer schön oben. Und manche springen sogar runter, knallhart. Ich will mal hier rum. Wenn wir jetzt nicht einen auf die Birne kriegen. Nee. B wird gerade eingenommen. Und da habe ich ja gesagt, Coco 2000 hat uns einen auf die Biene gegeben. Das Schöne an dieser Map ist, wir können auch Hubschrauber fliegen. Wenn wir Glück haben, können wir den jetzt hier kriegen. Da steht nämlich noch, also der ist noch nicht im Besitz eines anderen Soldaten. Und ja, was macht er hier mit dem Panzer? Kam denn jetzt der Du bist ja zu uns, ne? Gut. Okay, also das finde ich nicht schön, wenn da Leute vor der Base sitzen und dann versuchen, einen abzuknallen. Das ist nicht fair. Und ich finde, das sollte man bestrafen, weil bei manchen Servern ist es so, dass sowas direkt mit einem Bann halt bestraft wird. Und hier anscheinend ja nicht. Deswegen versuchen wir es jetzt einfach nochmal. Okay, er sitzt irgendwo, was echt ein bisschen blöd ist. Da kann ich nichts machen. Das ist super ärgerlich einfach. Das finde ich ein bisschen... Naja. Manche Spieler sind halt ein bisschen auf der unfairen Schiene. Und finden es einfach lustig. Können wir mal gucken, wo der Gute hier sitzt. Ich habe keine Ahnung. Aber naja. So, wir müssen B einnehmen. Und C verlieren wir gerade. Da fliegt der Hubschrauber, den wir eigentlich hätten nehmen sollen. Aber dank des netten Kollegen ist das nicht möglich. Oh, wir fliegen aber die Fetzen. So, da fliegt jetzt gerade ein feindlicher Hubschrauber über uns drüber. Dann verstecken wir uns mal schnell. Ja, ja, hau ab, schön. So, dann begeben wir uns nochmal zum Schiff. Ob da Sniper sitzen. So, einen hätten wir ausgeschaltet. Sogar mit einem Headshot. Einem Kopftreffer. Wir haben Position Charlie... Ja, gehen wir jetzt hier hoch oder nicht? Wir haben Position Charlie verloren. Den Onkel Charlie haben wir verloren. Auf die Seite nachschauen. Wutz, da er jetzt so abgeknallt wurde, werde ich mich jetzt lieber mal die andere Seite begeben. Da unten. Ja, der ist aber geflogen. Navy Sniper Man. Was ist denn, wenn der Gute mal eine andere Waffe haben will? Muss er sich umbenennen. So, unser Panzer rollt dahin und versucht das jetzt hier einzunehmen. Einen hätten wir. Da war doch aber gerade noch ein Sniper, wenn ich mich nicht täusche. Da sitzt er drin. Sitzt nicht mehr. Ja.
Den treffen wir anscheinend nicht. Ja, wir werden gerade angegriffen. Schnell. Ach, wir haben es nicht mehr um die Ecke geschafft. Ulonzo. Der böse Mann. Der Ulonzo. So. Gehen wir uns mal hier hin. Der Sniper braucht Munition. Ab und zu hängt ein bisschen. Hängt es ein bisschen, aber... Das kriegen wir noch in den Griff. Ich weiß auch, wo das Problem liegt. Ganz einfach bei meiner Maus. Ja. Dann lad nach. Ah, wir haben ihn nochmal ausgeschaltet. Sind alle beide K.O.-Bold. Kobold. Lustig. Lustig, lustig, tralalala. So. Spawnen wir bei C. Oder auch nicht. Wie den US Army Jeep. Fahren damit schnell zum B-Punkt, wenn wir es nicht schaffen. Wir alles mit. Hilfe bei kritischem Kill. Warum auch immer. Aber wir nehmen gerne Punkte an. So, jetzt versuchen wir das hier mal glatt einzunehmen. Obwohl B gehört uns ja schon, sehe ich gerade. Können wir direkt weiterfahren, wenn wir es schaffen und uns kein Sniper hier die Birne wegschießt. So, raus aus der Schussbahn. Okay, die haben einen Panzer da stehen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmt gleich hier rüber brettern wird und dann alles hacken wird. B wird eingenommen. Gucken, ob wir schnell darüber laufen können. Ohne irgendwie zermalmt zu werden. Ach! Sucker!